euch hier kurz, wie ihr ganz einfach die arabische Tastatur benutzen könnt, ohne euch die Tastaturbelegung neu einprägen zu müssen. Ihr kennt das vielleicht aus dem Zehnfingerschreiben. Man muss sich eine Zeit lang an die Tastaturbelegung gewöhnen, beziehungsweise sie eben einprägen, damit das Zehnfingerschreiben auch funktioniert. Wenn ihr die Tastaturbelegung, die deutsche Tastaturbelegung einigermaßen kennt, beziehungsweise sie gut kennt, wenn ihr zehn Finger schreiben könnt, dann ist das Schreiben der arabischen Sprache unter Umständen ebenfalls sehr einfach und intuitiv zu verwirklichen, ohne großen Aufwand, ohne die Tastaturbelegung neu lernen zu müssen, denn das könnte etwas abschreckend sein. Normalerweise würdet ihr die arabische Tastatur wie folgt sehen. Die vorinstallierten Tastaturlayouts, egal welches Land ihr auswählt, sieht oft so aus mit leichten Abweichungen. Hier, das ist jetzt eine typische Tastatur oder ein typisches Tastaturlayout. Ihr seht hier, die Buchstabenverteilung hat nichts mit den Ähnlichkeiten zu den deutschen Buchstaben zu tun. Wir sehen hier zum Beispiel, nehmen wir mal den Buchstaben Shin. Wir finden ihn beim A. Oder was haben wir hier oben? Beim Q haben wir das Dad, beim W das Sad, beim R das Qaf, beim T das Fa. Also, wenn du nach diesen vorinstallierten Schemata gehst, musst du das wirklich komplett neu auswendig lernen. Es gibt aber eine andere Lösung. Und zwar bietet Microsoft ein Programm an, mit dem man Tastaturlayouts, eigene Tastaturlayouts erstellen kann. Ich gebe euch ein vorgefertigtes Layout. Ihr müsst das nur noch installieren. Nachdem ihr das installiert habt, könnt ihr das unter Windows einstellen in irgendeiner arabischen Sprache. Da gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten. Und dort findet ihr dann dieses Layout. Und dieses Layout richtet sich nach der Ähnlichkeit zu den deutschen Buchstaben. Das heißt, finden wir eine Ähnlichkeit zu einem deutschen Buchstaben, dann belegen wir diese Tastatur mit dem arabischen Buchstaben. Und das erspart dir eine Menge Arbeit. Und zwar sieht es dann wie folgt aus. Ich wechsle mal zu dem anderen Layout. Ihr seht jetzt hier, wir haben zum Beispiel das Sin beim S und das Sad ebenfalls beim S mit Shift aufgrund der Ähnlichkeit vom Sin und Sad zum S. Wir haben das Qaf beim Q, das Fa beim F, das Ba beim B, das Nun beim N, das Mim beim M, das Lam beim L, das Kaf beim K und so weiter. Es gibt ein paar Ausnahmen, die müsst ihr trotzdem lernen dann, aber das ist wirklich, das ist dann nicht mehr so schlimm, da die meisten Buchstaben bekannt sind. Das ist also sehr eingeschränkt und begrenzt, was man da lernen muss. Zum Beispiel das Shin hat jetzt keine große Verwandtschaft zum Ba oder Ähnlichkeit, aber es ist zwischen zwei Buchstaben, die zum Beispiel das Qaf beim Q und das Ein beim E hat eine leichte Ähnlichkeit, wenn nicht in der Aussprache, dann aber ein bisschen im Aussehen. Wenn man diese Rundungen hier eckiger macht, dann erinnert das an ein E. Ja, genau. Die müsst ihr dann einfach installieren. Und dazu braucht ihr die Datei, die ich euch zur Verfügung stelle. Die könnt ihr runterladen. Wenn ihr das dann installiert habt, dann müsst ihr Folgendes machen. Ihr geht ins Sprachenmenü. Und dazu macht ihr Folgendes. Ihr klickt hier. Ihr müsst dann hier, ja, ihr habt da wahrscheinlich dann ein D für Deutsch oder ENG für Englisch. Ihr klickt dann hier und geht auf Spracheinstellungen. Hier müsst ihr dann die arabische Sprache erstmal hinzufügen.
Ich denke, dass ihr sie wahrscheinlich nicht haben werdet. Und also geht ihr einfach hier auf bevorzugte Sprache hinzufügen. Sucht ein Arabisch, ist es egal, welches Land ihr aussucht. Es macht keinen großen Unterschied. Arabisch, Ägypten, Algerien. Das ist egal. Irgendeine arabische Sprache hier nehmen. Dann wird sie installiert und danach erscheint dann hier das arabische Sprachpaket. Wenn ihr dann hierauf klickt, auf Optionen, dann könnt ihr hier Tastaturen hinzufügen. Und nachdem ihr dann das Paket, was ich euch schicke, installiert habt, ihr müsst wahrscheinlich den Computer neu starten, danach geht ihr einfach hier auf Tastatur hinzufügen und sucht euch diese Tastatur, dieses Layout. Hier, man sieht auch Custom, das ist ein ja, benutzerdefiniertes Tastaturlayout ist, ein selbst hergestelltes Tastaturlayout und klickt das an. Wenn ihr das getan habt, dann werdet ihr sehen, dass ihr im Menü, wenn ihr aufs Sprachmenü geht, ihr seht jetzt, ihr könnt übrigens über die Windows-Taste, die zwischen Steuerung und Alt ist, mit der Leertaste dann zwischen den Sprachen wechseln. Ihr könnt dann einfach hier auf diese Sprache wechseln. Arabic ASDF Eastern. Ja, und dann habt ihr die Tastatur oder das Tastaturlayout. Die könnt ihr dann entfernen, wenn ihr wollt. Und dann seid ihr in der Lage, ganz einfach Arabisch zu schreiben. Genau. Also versucht es. Ladet euch das Paket runter, installiert es. Wenn ihr dann Probleme habt, meldet euch nochmal. Hier ist das Archiv. Das ist eine RAR-Datei. Hier sind die Installationsdateien. Ich weiß gar nicht mehr, welches die richtige ist. Probiert es einfach mal aus. Ich glaube, das war hier die hier Setup-Exe. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Kannst mal probieren kurz. Ja, das war wohl das Falsche. Da ist nichts aufgegangen. Dann probieren wir es mit der 1. Nein. Das ist es auch nicht. Ah, doch. Doch, doch. Das dauert noch ein bisschen. Bei mir ist es jetzt auf Arabisch. Das ist wahrscheinlich wegen meinen Windows-Einstellungen. Ihr müsst das dann einfach immer einfach weiterklicken und installieren. Wenn das aber nicht funktioniert, probiert das dann mit den anderen hier. Ich weiß es wie gesagt nicht mehr ganz genau. Wie viel, ihr habt gar nicht so viele Möglichkeiten. Moment. Ja, das sind nur diese zwei. Und diese drei hier. Eins von diesen dreien. Eins von diesen fünf. Gut. Das war's dann. Viel Spaß damit. Salam alaikum.